Fight Night hier mit Aro Schwarz. Schneller Kampf, schneller Sieg. Hast den Sieg direkt nach Hause geholt, denn du hast verletzte Hände. Das war der Grund, warum du ja nicht ganz so viel Druck gemacht hast, hast du im Ring gesagt. Wir wollen erstmal wissen, wie geht's dir und wie war dein erster Eindruck? Also mir geht's super, ich habe ein bisschen Hunger, aber mir geht's echt gut. Es ist eine tolle Veranstaltung, es macht Spaß hier zu boxen. Die Zuschauer waren geil, ich habe richtig Stimmung bekommen. Und ja, ich musste etwas lockerer kämpfen. Ich habe mir vorgenommen, so 30-40% maximal an Schlagkraft zu nutzen, weil ich mir die Hände beide verbollert habe in den letzten Wochen. Die hier schon seit ein paar Monaten, die erst vor 2 Wochen. Und ein Kampfabstand kommt für mich nicht in Frage, also dachte ich, Augen zu, Zähne zusammenbeißen und rein. Und es hat gut geklappt. Also ich bin froh. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Also ist tatsächlich im Training passiert die Verletzung oder ja, zu viel Gas gegeben? Wie ist das Ganze passiert? Ich bin manchmal ein bisschen im Holzkopf und trainiere unkonventionell und banagiere gern, ungern. Ich gehe einfach rein und schlag drauf. Und die linke habe ich mir in einer sehr dummen Situation kaputt gemacht, weil ich mit voller Kraft gegen etwas zu Hartes geschlagen habe und habe mir die dann gleich an 3 Stellen kaputt gehauen. Und die rechte, das zieht sich seit 9 Monaten, weil ich jeden zweiten Monat einen Kampf habe. Zieht sich halt diese Knorpelverletzung immer wieder und geht immer wieder auf. Aber heute ist das erste Mal, dass ich da echt nichts spüre. Und ja, ich glaube, es könnte jetzt besser werden bis zum nächsten Fight. Da fragen sich natürlich viele, wie geht's denn dann bei dir weiter? Nimmst du dir jetzt erstmal eine Auszeit nach diesem fantastischen Sieg und sagst dir, hey, jetzt erstmal eine kleine Pause, damit deine Hände verheilen können, oder geht's direkt weiter? Also Pause bei mir heißt, dass ich dann 2 Wochen schwimmen, Fitness und Laufen gehe, statt zu boxen. Ich mache dann keine wirkliche Pause, ich mache nur eine Alternativsportart und lege dann wieder direkt los. Ich habe immer noch Hunger, ich habe richtig Lust und dieses Jahr gibt es viele Kämpfe, die ich machen will. Ich will einige Leute weghauen und ich bin in die Top 100 der Weltrangliste, so wie ich früher schon mal war, und es wird nicht lange dauern, dass ich da wieder bin. Einige Leute weghauen, dann wollen wir auf jeden Fall Namen hören. Von mir aus jeder, der im Supermittelgewicht sich tummelt in Deutschland, außer meine Freunde aus dem Bulldog oder aus Karlsruhe. Ich will gegen jeden boxen, alle, die vor mir sind in der Rangliste, da gibt es noch genügend. Deswegen meldet euch, schreibt mir, schickt mir aber auch faire Angebote, ich kämpfe nicht für unter Mindestlohn. Schickt mir gescheite Angebote, ich komme und kämpfe gegen jeden. Ob 6, 8, 10, 12 Runden, ist mir egal. Ich habe einfach Lust zu kämpfen und vor allem gegen deutsche Leute, damit ich nicht so weit fahren muss. Also, let's go. Du hast ja bereits gegen Ahmed Ali gekämpft. Ahmed Ali ist heute der Hauptkampf. Was erwartest du heute Abend von unserem Pretty Boy? Vom Pretty Boy erwarte ich nur gutes und schönes Boxen natürlich. Ahmed ist ein cooler Typ. Ich mag ihn. Wir waren früher Freunde. Dann hatten wir so eine kleine Krise. Haben dann gegeneinander gekämpft. Der Kampf war sehr knapp. Lief auch auf Amazon Prime. Den hat er dann ganz knapp mit 7-5 Runden gegen mich gewonnen. Zu Recht auch, denke ich mal. Und ich wünsche ihm heute nur das Beste, viel Erfolg. Ich weiß, er wird einen guten Kampf machen, ich weiß, er wird gewinnen. Und ja, wünsche ihm alles Gute. Dann vielen Dank an Aro Schwarz. Wir werden viel von dir sehen dieses Jahr, wie versprochen. Wahrscheinlich auch im Dezember wieder bei Rainer. Ja, im Dezember seht ihr mich auf jeden Fall wieder in Karlsruhe. Dann den großen Kampf. Ich habe 1-2 Herausforderungen bekommen. Einer aus Frankfurt will gegen mich kämpfen. Wenn er sich dieses Jahr bewährt und einigermaßen die Rangliste hochklettert, darf er auch mal. Also Dezember Karlsruhe wird es ein geiles Event geben und einen großen Kampf für mich. Wir freuen uns auf dich und jetzt würde ich sagen, genieß deinen Abend mit deiner Familie, deiner Frau und viel Spaß noch. Dankeschön. Schönen Tag euch.